Willkommen zurück, Spyro-Freunde, hier bei Spyro, Year of the Dragon, in der Reignited Trilogy. Wenn diese Ex jetzt schon wiederkommt und mich anspuckt, raste ich aus. Im letzten Part waren wir, ja, im antiken Griechenland, würde ich sagen. Es hieß zwar Wüstenruin, aber es hatte schon was sehr Antikes. Und ich meine nicht ägyptisch-antik, sondern, ja, römisch-griechisch. Jetzt geht es allerdings in die spukende Gruft und das wird wohl ägyptisch. Ich erwarte eine Mumie und wehe, ich krieg keine. Nein. Ich möchte letzten Level hier noch genießen, bevor wir das Spiel beenden. Es kommt ja noch ein bisschen was, also ganz so melancholisch sollte ich noch nicht sein, aber ja, viel wird nicht mehr so, also nicht mehr so viel wird kommen und wir genießen einfach. Hallo? Noch ein wagemutiger Abenteurer, der unsere Katakomben voller Beute plündern will. Hoffentlich bist du zäher als dein Vorgänger. Wenn du die Prüfung in den Katakomben bestehst und das Rätsel löst, erhältst du eine passende Belohnung. Hier ist das Rätsel. Ich habe keinen Deckel, weder Schloss noch Scharnier, doch bin ich ein Gefäß und ein Schatz ist in mir. Was bin ich? Ein Krug? Ein offener Krug. Was bist du? Ah, meine Mumie. Ah, schön. Das war ein Rhinox, aber das ist, das reicht mir als Mumie. Gut. Ja, ich plündere schon mal die ganzen Edelsteine. Was machst du denn? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, hab ich gesagt. Was macht dieser Schalter hier? Den Weg auf. Und das bleibt auch offen. Okay. So, ein paar Edelsteinchen. Okay, das ist wahrscheinlich für den Rückweg. Das ist allerdings eine sehr große Mumie. Ah. Und die krieg ich auch gar nicht besiegt. Aha. Hiermit. Ja, da ist sie explodiert. Na gut. Ah, oh, und die sollten wir auch alle aufmachen. Ja, da sind sogar... Da sind sogar... Edelsteine drin. Was haben wir denn hier? Autsch. Ah, diese Katzen haben eine Metallrüstung. Das habe ich zu spät gesehen. Ach, schon wieder so ein großer. So, ich nehme erstmal das hier. Und laufe jetzt nochmal zurück. Jetzt ist es nämlich zu hier. Ja, dann triffst du mich halt. Das ist mir egal. Ich will doch nur das hier kaputt machen. Und nein, eigentlich ist es mir nicht egal, wenn ich getroffen werde. Ich will das schon verhindern. Aber mir fällt das manchmal wirklich schwer. So. Und hier geht es weiter. Ich war ja unten auf dem Schalter drauf. Naja, egal. Kann ich ja noch machen, wenn es nötig wird. Oh, hier ist ein großer Edelstein. Habe ich Sparks nicht mehr? Nö, ich bin tot. Okay. Ich hatte gerade noch Sparks. Der war noch grün, also... Hätte ich noch was aushalten sollen. Und dann war er wohl weg. Ja, gut. Ich weiß nicht, was es damit auf sich zu tun... Was ist da... Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ist auch egal. Was es damit auf sich hatte. So. Jetzt seid ihr alle wieder da. Ist das euer Ernst? Oh, naja. Ignoriert euch einfach. Gut, den hier werde ich nicht ignorieren. Der ist mir doch ein bisschen zu sehr im Weg. Ah, oh, schaffe ich jetzt nur noch... Doch, ich schaffe es. Autsch. Autsch. Was ist das denn hier? Ich habe nicht gesehen, dass ich getroffen wurde gerade. Ich war einfach tot. Okay, hier können wir uns heilen. Dann gibt es auch noch ein One-Up. Pass doch mal auf, wohin du hier immer... Na, das war ein bisschen zu hoch. Ah, da hinten öffnet sich der Weg, okay. Geh ich da einfach mal her. Komm, wirf.
Kannst du hier den Sarkophag vernichten? Und ihn hier? Und zu guter Letzt kommst auch du dran. So. Ach, scheiße. Ah, jetzt komme ich da nicht dran. Wobei. Ich habe doch den einen am Leben gelassen. Natürlich in weiser Voraussicht. Schieß. Oder wirf. Dann kann ich ja die beiden Sarkophage noch zerstören. Den anderen natürlich auch noch. Los, nochmal. Ach, die bleiben auch nie lange offen, die Türen. Okay. So, jetzt öffne ich da vorne die Tür. Oh, das schaffe ich aber nicht. Ich muss ja hier noch was einsammeln. Ja, okay. So viel muss ich dann auch nicht einsammeln. So, jetzt schnell durch die Tür. Hier ist noch was. Und hier ist noch was. Die fallen schon wieder Steine rund. Hört das damit auf, oder? Ah, nee, das öffnet auch nur die Tür, wie immer. Ach komm, der hat mich doch gar nicht getroffen. Das ist ziemlich gefährlich hier. Ah, die Tür ist offen. Oh. Ich dachte, das wäre auch Zeit. Aber wenn nicht, dann nicht. So, Zoe speichert einmal ab für uns. Du bist aber auch wirklich ganz schön flott mit deinem Stock. So. Soll ich ihn schon besiegen? Ich besiege erstmal dich, weil du mich nervst. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ach, vielleicht war es ein Fehler. Na komm, spuck. Oder, wieso sag ich spuck? Wirf natürlich, meine ich. Autsch. Ach man. So, und hier ist Christine. Gut. Aber wie komme ich jetzt hier weiter? Oh nein, oder? Ah nein, hier. Ich dachte, ich muss ganz hinten den Schalter machen, wo die Felsen runterfallen. Und dann hier hinlaufen. Aber glücklicherweise nicht. Autsch. Hier sollte ich nicht. Autsch. Stehen. So. Hier noch ein bisschen Edelsteine sammeln. Will ich den am Leben lassen? Eigentlich nicht. Hier ist ja nichts. Als ob der mich trifft. Ich schiele natürlich erstmal richtig. Ach komm schon. Mann. Jetzt ist auf jeden Fall erledigt. Ich gehe weiter. So, von dir brauche ich nochmal so einen Klumpen. Ja. Da ist ein neuer Bereich. Das Ende sein. Und hier ist Agent 9. Na los, es ist Laserzeit. Ja, sofort. Ich muss hier noch ein paar andere Sachen machen, Agent 9. Okay. Wie sehr hast du die Prüfungen in den Katakomben überlebt? Mal sehen, ob du genauso schlau wie schnell bist. Erinnerst du dich an das Rätsel? Ich habe keinen Deckel, weder Schloss noch Scharnier. Doch bin ich ein Gefäß und ein Schatz ist in mir. Was bin ich?
Ein Knochen, ein Ei, eine Schatztruhe, ein Beutel, Dax. Ein Ei? Hm, kanntest du das schon? Ich hätte nicht gedacht, dass du es knackst. Aber gut, abgemacht ist abgemacht. Du kannst das Drachenei haben, das ich vor der Zauberin beschützt habe. Okay, Will. Ich habe 7000 Jahre lang darauf gewartet, dass jemand das Rätsel löst. Jetzt kann ich endlich zum Muschelstrand und ein paar Knochen vergraben. Ja, viel Spaß dabei. Hier ist der Anfang. Ich gehe jetzt erst noch hier hoch. Oh nein, eine Rutschpartie. Obwohl, das ist eigentlich in Ordnung. Oh, da habe ich noch einen grünen Edelstein vergessen. Was soll das denn? Wieso bin ich denn aus der Kurve geflogen? Na. Das mag ich aber überhaupt nicht. Naja, dann nochmal. Ne, keine Ahnung. Seltsam. Ich kann halt nicht springen, sonst könnte ich alles ganz gut ausgleichen. Aber ich habe jetzt auch sofort... Ich wollte halt im Innern der Kurve bleiben und nicht wieder rausfliegen und das hat überhaupt nichts gebracht. Ich versuch's jetzt nochmal und... Ich weiß, Agent 9, lass mich in Ruhe. Ich kann es nochmal versuchen und dann... Ja, mal gucken. Ne. Verdammt, wie geht das? Und wie viele Leben habe ich noch? Ich will hier nicht Game Over gehen. Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Ach so, ich habe 33 Leben, ja dann. Aber ich will auch nicht immer diesen doofen Ladebildschirm haben. Das gibt's doch nicht, verdammt. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Also ich habe jetzt alles ausprobiert. Kann ich irgendwie abbremsen? Nach hinten drücken oder so? Bringt das was? Das sieht für mich alles gleich aus. Obwohl, ich glaube, jetzt bin ich langsamer. Jetzt werde ich wieder schnell. Ne, keine Ahnung. Also das überfragt mich. Ich probiere es jetzt nochmal aus und sonst muss ich das schneiden, weil irgendwie muss ich das erstmal lernen. Keine Ahnung. Ich probiere es jetzt noch ein paar Mal aus und sonst müssen wir weitersehen. Ach, ich will nicht mal dagegen laufen. Aha, 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 aha. Ja, ganz knapp. Malcolm. Okay. So, und da habe ich einen Edelstein vergessen. Was? Ach so, mir fallen die Steine. Ja. Wenn man da feststeckt, kommt man gar nicht mehr raus. Also, schwierige Stelle. Keine Ahnung, was ich da tun soll. Naja, wir haben es geschafft. Wir haben das Ei, wir haben den Edelstein. Ich suche jetzt das eine Gebiet und dann gehen wir zu Agent 9. Ja. Ich will zwar nur ganz ungern dahin. Hilfe. So, alle Türen sind aber jetzt auch dauerhaft offen, glaube ich. Ist ja nicht schlecht. Autsch, aber Steine fallen immer noch. So, genau. Hier ist das eine Gebiet. Was haben wir denn hier? Sieht man nach einem Kampf... was? Gleich beginnt die erste Runde des alljährlichen Luftkissenboot-Demolier-Wettbewerbs. Für einen Teilnehmer ist noch Platz, aber erst musst du ein Rätsel lösen.
Das Rätsel lautet, wenn ein Drache in 12 Jahren ein Ei legen kann, wie lange brauchen dann 100 Drachen für 100 Eier? 12 Jahre. Beeindruckend, das stimmt. Viel Glück beim Luftkissenboot-Demolier-Wettbewerb. Okay, schießen, Lupfer. Zeitlich. Im Grunde die Steuerung von Sparks. Da ist jemand. Autsch, autsch! Das ist im Grunde wirklich die Steuerung von Sparks. Okay, erste Runde gewonnen. Wir kriegen MJ. Du kannst jetzt die Meisterschaftsrunde antreten. Aber der Sport ist wirklich gefährlich. Darf ich dir nahelegen, aufzuhören, während du noch unversehrt bist? Ich brauche das letzte Ei. Mann, oh Mann, du bist wahrlich ein tapferes Reptil. Aber für den Meisterschaftssieg brauchst du mehr als... Naja, ich brauche mehr als nur Mut. Oh, jetzt muss ich gegen 10 gewinnen. Okay, das schaffe ich vielleicht doch nicht. Und ich bin auch sofort besiegt, weil ich kein Leben mehr hatte. Super. Ah, es wird aber schwer. Ich habe ja gerade, ich habe es gerade geschafft. Gegen 4 und jetzt gegen 10. Muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Du kannst jetzt die Meisterschaftsrunde antreten. Ich weiß. Manu. Okay, Lupfer ist so, ja, ja. Unglaublich, 3 Treffer gegen 1. Okay, wir haben 2 besiegt, aber wie soll ich das schaffen? 1 Treffer noch und wir sind erledigt. Ja, das wird schwer. Eieiei, da werde ich wahrscheinlich schneiden müssen. Uff, also, ich finde es ja cool, dass wir hier immer so Fahrzeuge haben und sowas. Mein Controller ist auch gleich leer. Du kannst jetzt, Mann. Aber hier habe ich wirklich gar keine Erfahrung mit. Ich muss jetzt einfach abhauen, oder? Okay. Ah, 2 Treffer. Verdammt. Ich bin jetzt... Ah, oh, da kann ich mich heilen. Ah, oh, ich muss aufpassen, da ist einer. Ja, schade. Aber das ist ein... Ah, das ist ein normaler Schmetterling. Das reicht dann vielleicht doch nicht. Ich bin noch ziemlich langsam. Okay. Nein! Oh! Ist das blöd. Du kannst. Oh, ja, ich weiß. Doch, wieso sagst du das denn immer? Okay. Nur 1 Treffer diesmal eingesteckt. Ah, verdammt. Nein, nein. Oh, wie blöd. Und hier ist keine Heilung. Ach man, das ist wirklich schwer. Man kann auch kaum ausweichen. Ich weiß, Jamal. Ich kann auch damit nicht weit genug schießen.
Na gut. Okay, wenn ich seitlich ausweiche, geht das einigermaßen. Ich muss jetzt unbedingt an den Schmetterling kommen, sonst bin ich verloren. Oh, mit dem seitlichen Ausweichen geht das wirklich gut. 6 von 10, so gut waren wir noch nicht. Musst du aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Und da kann ich mich nochmal heilen. Kann ich eigentlich schon so schießen? Ah, das ist natürlich hilfreich. Ja, komm, Gegentreffer ist jetzt egal. Ich muss mich heilen. Und dann sollte es diesmal vielleicht sogar klappen. Aber ich kann den doch schon von hier aus abschießen, oder? Bei der Reichweite habe ich doch eigentlich gar keine Befürchtung noch mehr. Also, ich weiß jetzt nicht, auf welche Seite er geht. Ich schieße mal auf beide. Ja, gewonnen. Okay, dann geht's ja eigentlich doch. Das war wirklich ein Jahrhundertkampf. Du bist der erste Drache seit über 1000 Jahren, der den Sieg davonträgt. Ich darf dir stolz den diesjährigen Preis überreichen. Okay, nach MJ kommt TJ. Okay, dann gehe ich jetzt. Autsch. Ah, hier ist eine Stufe. Super. Jetzt noch zu Sheila. Ich hoffe, mir fallen jetzt keine Steine auf den Kopf. Ach, zu Sheila, was sage ich denn da? Zu Guide 9. Einer von den lustigen Hüten hat mich mit einem Fluch belegt, nur weil ich ihm ein paar Mal in den Hintern geschossen habe. Er sagt, er hat meinen Schwanz in eine Schlange verwandelt. Stimmt das? Ein bisschen seltsam fühlt er sich ja an. Das wird er noch büßen. Na, Guide 9, du bist wirklich... Ach, was ist das denn schon wieder? Hinter dieser Tür liegen die 5 tödlichen Prüfungen von König Rover. Niemand hat je alle 5 überlebt. Sie sind so gefährlich, dass ich dich erst durch die erste Tür lassen kann, wenn du mein Rätsel löst. Mhm. Hier kommt es. Ich folge dir überall hin. Und je mehr du von mir machst, desto mehr lässt du zurück. Ein Schatten? Oh, tut mir leid, lieber Affe. Ah, nein, das sind natürlich... Ja, ich weiß, was es ist. Hier kommt. Das sind die Fußabdrücke. Fußstapfen. Für jemanden mit so fragwürdigem Mode Ja, ja. So. Ah, ist doch normale Steuerung. Hilfe! Wobei, eigentlich ist es ganz komisch, weil jetzt hab ich gar keine Möglichkeit zu zielen. Aber bei ihm ist irgendwie alles immer anders. Das finde ich auch komisch. Naja. Ich kann auch über Bande spielen. Ich muss die Dinger hier kaputt machen, oder? Ah ja. Okay. Dann geht's weiter. Das ist der Bentley, aber das ist ja nur ein... eine Mumie. Okay. So. Auch das ist geschafft. Ja, jetzt geht's auch weiter. Und immer laufen wir erst in die Mitte, weil wir bekloppt sind. Dafür gibt's ja wirklich keinen vernünftigen Grund. Autsch, und deswegen verdienen wir auch Gegenschläge. Gut, was fehlt noch? Hier. Okay, geschafft. Weiter geht's. Oh, es wird immer schlimmer. Oh Gott, ouch. Okay, die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich schon. Das kann ich, glaube ich, werfen, genau. Okay.
Autsch. Das mit dem Werfen ist mit Agent 9 gar nicht so einfach. Naja, wir haben es geschafft. Ich glaube, das war der letzte Raum, oder? Ja, hier ist das Ei. Aber ich will noch Edelsteine. Roxy. Spuckt erstmal einen Schmetterling aus. Ist ja was für Sparks. Okay. Eier haben wir alle. Aber ich glaube, uns fehlt noch ein grüner Edelstein. Ja, irgendwo war doch noch einer. Ja. Irgendwo ist gut, ne? Direkt hier. Und Sparks will ihn auch nicht einsammeln. Er sagt sich einfach nein. Mache ich's halt. Okay. Schönes Level. Jetzt geht's zurück zum Mitternachtsberg. Ja, es gab zwar zwei schwierigere Stellen. Einmal die Rutsche und das mit dem Luftkissenboot. Wobei ich sagen muss, das mit dem Luftkissenboot war ziemlich cool. Das mit der Rutsche verstehe ich nicht so wirklich, wie ich da so oft scheitern konnte. Aber ja, sei es drum, wir haben es geschafft. Viel kommt jetzt wirklich nicht mehr. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir zu diesen Dinominen gehen, glaube ich. Ja, und bis dahin, alles Gute.